Vielleicht noch ein bisschen was Detail. Ich will mehr Details haben. Das ist mir noch ein bisschen undetailhaft hier alles. Mehr Details, weil undetailhaft. Deutschlich korrektlich und so. So, 1, 2, 3, machen wir mal so. 12, das sollte reichen. Wie nennen wir es denn? Blumen. Laden. So, Rosette, alles klar. Das schreibe ich jetzt hier sicher nicht drauf. Verschwimmenden oder schwimm. Ach nee. Nee, es klingt auch doof. Blumen, wie nennt man den Blumenladen am besten? Blumenladen, Reich der Flora. Nee. Floras. Nee, Flora war die Blumenwelt, gell? Und Fauna war die Tierwelt, ja. Floras Reich. Okay, nehmen wir Floras Reich. Reich. Untere Rabatten. Blumen pflücken erlaubt. Wir sind eine fröhliche Welt, da ist alles erlaubt. So, dann würde ich sagen, das ist, Moment, Sternlauch. Das ist rote, Moment, eins runter, damit es nicht so gequetscht aussieht. Flup, flup. Rote Tulpen. Dann haben wir hier, das könnte ich hier hinpacken. Rosensträucher. Das ist, glaube ich, eine... Okay, das hätte ich nicht erraten. Porzellansternchen, okay. Porzellan. Das habe ich bestimmt falsch geschrieben. Ich glaube mit Doppel-L. Porzellan. Und wieder die falsche Zeile. Ach, mein Gott. Porzellan. Nee, Porzellan. Das sollte mit einem Porzell. Porzellan. Ich habe es mal mit einem L, keine Ahnung. Sternchen. Es wird mit zwei L geschrieben. Ach, das war so klar. Ich lasse es jetzt so. Flieder. Wieder in die falsche Zeile. Ich lerne das nie. Ich lerne das nie. Nö, ich bin unbelehrbar. Unbelehrbar einfach nur. Du warst eine blaue Orchidee. Oh. Gibt's ja noch in anderen Farben, weil das war ja episch. Blaue. Falsche Zeile. Blaue Orchidee. Wieder falsch geschrieben, oder? Nee, ist richtig geschrieben diesmal, okay. Du bist eine Marguerite, die kommt. Margeriten. Margeriten. Flup. Orangene. Oh, die ist mit der ersten Zeile, das ist so nervig. Orangene. Tulpen. Jo. Beschriftet, 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 beschriftet.
dann hier zur Aussichtsplattform. Aussichts, okay, machen wir einen Bindestrich. Plattform. Ja, den Bindestrich können wir weglassen. So. Dann, das haben wir beschriftet, das haben wir beschriftet. Sonnenblumen tun sich also nicht der Sonne hinneigen, schade eigentlich. Sonnenblumen. Oder sind wir ernsthaft die Schilder ausgegangen? Und da unten ist eine Workbench. Ihr seid rosa Tulpies. Jetzt wollte ich wirklich Tulpies schreiben. Und ihr seid weiße Tulpen. Beim letzten Mal habe ich es hingekriegt, das nicht gleich auf die erste Schreibe zu schreiben. Weiße Tulpen. Swarm Pilzfarm. So, hier runter kommt dann die Pilzfarm. So, hier drin sieht eigentlich ganz okay aus jetzt. Chim chim chimini. Ich wollte mal gucken, was so ein Schwarzeichensetzling. Moment, ich kann noch mal einen hier drauf packen. Gut, sieht da recht komisch aus, aber warum nicht? Dann kann hier, Moment, flupp, eigentlich so ein gesamtes Blumenmeer reingezimmert werden. Oh, es hat sogar perfekt gereicht. Das gefällt mir. So, dann kommt da blau hin. Das geht natürlich nicht, okay. Und haben wir noch eine schöne andere Farbe. Blau, Tessim, Pachimimo, Gelb haben wir noch. Ist auch nicht schlecht, oder? So eine ganze Blumenarena da. Not bad, not bad. Und da kommen zwei solche hin und da kommen auch nochmal Vasen drauf. Die müsste ich mir allerdings auch erst machen. Das habe ich weggebracht, das Zeug, alles klar. Okay. Und da kommt jetzt noch ein Geländer hin. Das ist jetzt schon Geländer, hier kommt ein Balkon hin. Hatten wir ja gerade gesagt. Den müsste ich allerdings, ich weiß gar nicht, wie ich den machen soll. Der darf nicht gar nicht, der darf gar nicht so groß werden, weil es sonst komisch aussieht. Schon zu groß oder geht das noch? Wie habe ich den gemacht? Der ist von da nach da. Könnte ihn eventuell... Hier kann man es ausprobieren. Ob das vielleicht cool aussieht. Moment. Warum nicht? Sieht irgendwie, hat was. Doch, hat was. Und dann kommt da drüben einfach mal jetzt noch der letzte hin. Wird durch alles verballert hier. Nichts wird übrig gelassen, wird alles komplett verballert. Lehm. Und flupp.
So. Dann hat sich das hier unten auch. Ich hoffe, ich habe noch Geländer, aber wahrscheinlich nicht mehr. Nee, dann mal runter. Zauntore habe ich noch. Das da habe ich noch. Zauntor könnte ich auch mal lassen. Ich könnte mir dann ein bisschen von dem Holz nehmen. Der Stern hin. Oh, das ist so geil einfach nur. Wenn dieses Ding da hinten sieht, das sieht voll geil aus. Auch das Sternzeichen, was wir gesehen hatten. Schade, dass der Himmel sich nicht bewegt und dann... Das war ja, das wäre Abeson. Es steckt echt noch so viel Potenzial in Minecraft. Das ist atemberaubend. Und das was ich schade finde, wenn Minecraft wirklich dieses Potenzial nutzen würde, könnten die Minecraft mit so vielen Updates einfach nur zubomben, dass der Spieler gar nicht die Chance hätte, sich auf irgendwas einzustellen und zu sagen, wird langweilig, weil so viel Zeug kommen würde, dass der Spieler einfach so, weiß nicht, der Spieler hätte einfach so viel zu tun, dass du gar nicht auf die Idee kommen würde zu sagen, es wird langweilig, weil kaum hat er was entdeckt, kommt schon das nächste. Also das lasse ich hier, weil es sieht so eingefärbt aus sonst, aber das könnte ich gar nicht so lassen. Kann ich eventuell, Moment. Genau, habe ich hier so zwei Schutzbalken und oh, da kann ich auf diesen Nachthimmel schauen. Und auf meine Tierform, die ein bisschen seltsam aussieht, aber naja, die Kühe sehen ein bisschen komisch aus. Habe ich gerade Kuhleder dabei? Das wäre auch noch so eine Option für Verschönerung. Kuhleder? Kuhleder, da ist es doch. Ich sehe gerade, ich habe nur noch wenig Zeit. Wir müssen noch ganz schnell hier über dieser Zeitdruck. Ich würde gerne mal eine Aufnahme wieder in Ruhe machen können. Ich habe momentan irgendwie, obwohl ich Urlaub habe, massiven Zeitdruck. Man schenkt sich halt auch nichts, ne? Yay! Oh yeah! La 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 li du da 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 di di dai ba du. Oh, da fehlt noch eine. Mir fällt gerade auf, ich kann diese ganzen Sätze hier doch gar nicht verballern hier. Ich brauche die doch noch. Ich Troll. Die brauche ich doch noch. Komm her. Dann fliegt hier halt eine und der Sorte rein. Noch da kann noch so eine reinfliegen. Und wo ist das dritte Bild gewesen? Das ist hier gewesen. So. Ich brauche sie doch noch fürs die zwei kann ich eventuell erstmal lassen. Kommt auf an, ob ich mit dem vier jetzt noch einen großen Baum hinkriege, der mir oben nicht Setzlinge gibt. Habe ich eine Glückshacke eventuell irgendwo? Glück mit der Schaufel müsste ich da mal auf den Baum drauf einschlagen. Dann mache ich mich hier und hier auch noch einen hin. Flup. 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 Und dann kann man ja eventuell da und Tim, wo noch? Das ist auch so ein schöner Ort. Da kann man auch noch was hinstellen. Sind da wirklich große Blumenfreunde hier alles. Den Rest kann man dann beliebig einrichten. Hier könnte man dann noch einen Ofen hinstellen, damit es schön warm bleibt. Habe gerade keinen Stein dabei. Hier hast du halt dann dein Dach. Und jetzt würde ich mir noch ganz schnell den Baum züchten wollen. Wenn wir das Schaufel draufkloppen wollen, bevor ich die Aufnahme beende. Das wäre mir doch ganz lieb. Schön darauf achten, dass hier nichts ankommt und bumm macht. Also ich sehe gerade, ich habe noch genug Knochen mehr. Flup, 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 flup. Nahe am Haus und geht.
Wunderschön, hole ich mir das Holz natürlich hier gleich wieder. Holz, 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 Holz. Holz, 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 Holz. So, weil ich mit der Axt nicht irgendwo reinschlage, weil das Behutsamkeit drauf auf der Axt. So, und jetzt mit der Schaufel. Theoretisch müsste das mehr abwerfen, weil es dann mit Glück ist. Da ist schon der erste gewesen. Solange ich aus einem Baum mehr als 4 rauskriege, ist alles schön. Das müsste jetzt schon viel gewesen sein. Die 3er waren's. Aber der Glückszeit funktioniert auf jeden Fall. Muss halt aufpassen, dass ich die Dinger mit Glück abbaue. Weil die geben halt wirklich sehr wenig. Du hast ja sonst das Problem, dass du aus einem Baum kaum 2, 3 rauskriegst. Wenn du hier aus einem Baum 4 rauskriegen sollst, dann gute Nacht. Da ist gerade ein Apfel. Ich habe einen Apfel gerade bekommen, nicht das.